Augen und Land of the Dragon. Meinem Versuch, Road to Master mit Drachen mal zu schaffen. Ich habe ganz vergessen beim Ende der letzten Folge, dass ich ja die Mountain Giants aus diesem Deck hier entfernen wollte. Und dafür was anderes reinhauen wollte, auch wenn ich noch nicht weiß, was. Da muss ich mich noch irgendwie überlegen, was wir da nehmen können. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den drei letzten. Drei? Eins, zwei, drei. Drei, vier. Haben wir noch den Discounter Mage. Vier letzten Decks. Ich denke, wir beginnen mit meinem Drachenpriester. Der hat, ja, der ist halt, was man da irgendwie sich so denkt. Also, wir haben die klassischen Pechschwing-Technikerin, Pechschwing-Verderber, Hungry Dragon und Izera. Dazu haben wir einen und die Twilight Whelps. Ich mag die. Gibt ja Leute, die sagen, nee, Twilight Drakes finde ich kacke. Aber ich spiele ja auch Fairy Drakes. Und zwar, weil ich halt einen finde ich gut, wenn ich den am Anfang habe. Will ich ziehen. Ist halt wie Zombie-Chow. Und den zweiten halte ich einfach auf der Hand als Drachen für Pechschwing-Technikerin. Oder eben Pechschwing-Verderber. Auch hier könnte man wieder überlegen, Ren Blackhand reinzumachen. Aber ich weiß gerade nicht, was ich dafür kippen kann. Ich habe auch zweimal Valence Chosen drin. Das könnte man eventuell einmal kippen. Ja, das könnte man eventuell einmal kippen. Ich habe keine Holy Nova, auch das ist was, worüber man nachdenken könnte. Ich habe Shadow Badness als Board Removal, aber das war's auch schon. Ich habe nicht mal einen Big Game Hunter. Oder ich habe nur ein Schattenwort tot. Also in dem Deck gibt es einige Karten, die ich gerne noch drin hätte. Aber wir müssen ja erstmal irgendwo anfangen. Und ich denke, wir fangen hier an. Gibt sicherlich Karten, die man cutten könnte. Kabale Schattenpriesterin und so. Wir versuchen es erstmal ohne Rand Blackhand. Eine Kabale Schattenpriesterin könnte man cutten, Valence Chosen könnte man cutten. Ja, dann gibt es diverse Decks, die, Sachen, die man cutten könnte, wenn man wollte. Wenn einer nervt. Die es so schön heißt. Anduin! Ist jetzt schon wieder Agro-Tag. Ich wollte keine Agro-Decks. Schön, Twilight Wolf. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch einen Drachen, ne? Das ist ein Drache. Rekombobulator brauchen wir nicht. Schrumpfmeister, ja, wegen einer. Will ich aber eigentlich erst später haben, aber ist ein Two-Drop. Ist auch ein Two-Drop. Ich habe halt nur einen Shrinkmeister, weswegen ich ihn eigentlich mit Kabal Shadow Priest spielen will. Aber sollte sich um einen Mech-Mage handeln, habe ich sowieso genug Ziele für Kabal Shadow Priest. Wow. Gut gespielt. Dead Opener. Die Mage, you don't belong to this world. Danke. Oh, und es handelt sich offenbar nicht um einen Mech-Mage. Das ist schade. Agro! Agro-Priester! Es gibt einen Agro-Priester derzeit. Also es gab einen Agro-Priester vor ein paar Wochen, den habe ich gesehen. Der tatsächlich sowas wie Shadow Bomber und sowas spielt und funktioniert haben soll. Bis zu einem gewissen Grad. That's horrible. Gut gespielt. Kommt da noch was oder war's das? Offenbar kommt da noch was. Hungry Drake will ich. Warte. Ich meine, es ist ein Freeze Mage. Im Prinzip könnte ich auch Hungry Drake spielen. So. Dann kriegt er einen Minion. Und das machen wir lieber im nächsten. Welcher? Dass der Belcher spielt, ist erstmal gut. Ich denke, wir machen das übrigens so. Dann kann ich aber nicht mehr das auf den zweiten Belcher spielen. Vielleicht trade ich einfach zwei Minions da rein. Ich frage mich, ob... Ja, nimm mir die.
Vielleicht ist es ein Minion mit einem Lebenspunkt, dann geht das. Ist es doch Mirror Image? Sind wir aber seltsam. Spielt denn heute noch Mirror Image? Also, nicht wer spielt denn heute noch Mirror Image, sondern welcher, wie heißen die Dinger? Welcher Grease Mage? Stimmt, er hat Portal gespielt. Portal und... Hä? Portal und Mirror Image? Also ich spiele ja, wenn wir meinen Discounter Mage spielen, ist kein Mirror Image drin. In einem... Keine Ahnung. Irgendwas Neues. Hey, da ist ein Minion von mir in Spee. Wehe, du tötest meinen Pyro. Aha. Voll Idiot. Who's the face, huh? Who's the face? I take that. Du weißt eh nicht, was du damit anfangen sollst. Gut gespielt. Möge das Licht euch verbrennen. Flamestrike! The mightiest of spells. Der Flame Weaver. Aber das heißt doch Waker und nicht Weaver. Flame Weaver. Mage. Was es nicht alles gibt in diesem Planeten. Komm, mach was. Feuerball. Reparaturboss. Den könnte man töten. Drei, ja, wir bringen den. Ein cooler Minion, den er da geklaut hat, by the way. Gut gespielt. Lame Waker. Das war schon witzig. Das erste, was Trump gemacht hat, als er den Minion gesehen hat, den Flame Waker, war ihn Flame Weaver zu nennen. Jetzt fängst du auch noch an. Ups. Ich glaube, den wollte er irgendwie nicht hitten. Das ist ein Ragnaros, ne? Das ist aber ein fetter Minion. Ich habe 8 Schaden. Ich habe Leaf. Manchmal. Leicht. Ups. 7, 9, 12. I can do the math. Gut gespielt. Retro Math Master. Klar, mit Doppel Twilight Drake Open, Twilight Whelp Opener kann man schon mal was machen. Das ist halt wieder das Problem, wenn man irgendwie sagt, ja, man könnte ja auch Twilight Drake im Mage, Priest spielen, aber ich glaube, dafür ist das Meta zu schnell. Einfach zu schnell. Nee, der Whelp ist da. Okay, wir brauchen nur noch einen Drachen. Einen zweiten Drachen. Oh, und dann stirbt er trotzdem gegen Fiery Wind Axe, mal davon abgesehen, aber. Naja. Grüße. Vielleicht ist es ja auch der Combo Warrior. Der spielt auch Fiery Wind Axes, weil jeder beliebige gute Krieger spielt Fiery Wind Axes. Ich habe schon so oft versucht, ein Kriegerdeck zu basteln ohne Fiery Wind Axe und jedes Mal musste ich feststellen, das funktioniert nicht. Coin Fiery Wind Axe. Hm. Okay. Fangen wir mal an, uns da durchzuhacken, ne? Und hoffen mal, dass es klappt. Zurück an die Arbeit. Ach du Shift.
Ein dreckiges Shift. Blackwing Corruptor, please. Ja, Monchi, ich weiß, dass du eine Winner X gecuttet hast. Ich weiß auch, dass das Kriegerdeck nicht mehr besonders, also schlechter war, als wenn es zwei gehabt hätte. Ganz einfach. Macht man ein Kriegerdeck besser, in dem nur eine Fiery Winner X drin ist, man macht eine zweite rein. Spiele ich die aus? Nein, später irgendwie, keine Ahnung. Wie sowieso Hungry Drag im nächsten. Also, bloß weil du das versucht hast und das scheinbar nicht völlig gescheitert ist, heißt das ja nicht, dass es deshalb gut ist. Ich finde es nach wie vor sinnvoll, zwei von den Dingern zu haben. Ah! Ah! Abomination! Uh-oh. Das wird ein böses Ende nehmen mit einem Mana Worm in einer Kriegerhand. Krieger haben verflucht viele billige Spells. Ja, kann man mal machen, zerschmettern in Execute. Mach ich auch immer so. Ist ja auch gut, ne? Eine Frage. Ich krieg grad tierische Dresche. Go, Azodray, gimme irgendwas. Savannas. Vielleicht. Spiele ich auch Kabal und Klau sein, Akolyten oder so. Deathbite, na klar. Den Vorteil, dass ich. Na, hat sich auch keine Karte bei. Na, doch, ziehe ich eine Karte bei. Oh, mein Face. Sie spielen hat. Er kann tatsächlich, er kann nicht alle reinwerfen. Also doch, er kann alle reinwerfen, aber. Aber gegen den Silence verliere ich, wenn ich Sylvanas spiele. Ist halt ja klar, wenn man nur eine Fiery Winner X spielt, ist jetzt nicht das Deck völlig katastrophal. Fiery Winner X ist halt nur. Eine gute Karte. Na, ah, so kann man das natürlich machen. Wetterfisch. Ja, genau. Schade, hätte er den nicht getötet, dann hätte ich eine Chance gehabt. Dann muss ich jetzt Sylvana spielen und dann kann ich immer noch sterben. Hier kein Ausweg. Er hat jetzt 10, 14 Schaden. Muss Sylvanas spielen und die verliert wahrscheinlich immer noch. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Muss jetzt halt ein. Nix muss er haben, er hat einfach nur gewonnen. Er muss einfach nur Face mit der Axt hauen. Weil ich zwei Minions gespielt habe, wenn ich. Ne, wäre egal gewesen, da braucht er nur zwei Schaden. Die hätte er sowieso gehabt. Ja, der Mana Worm hat mich gekillt. Gemeiner, fieser Mana Worm. Oh Gott, der muss denken. Lalalala. Denk doch, denk doch, denk doch. Schauen wir mal, wie lange er denken muss. Wait, what? You're so smart. Huh? Meine. Huh? Niemand darf überleben. Meine Schuhe, ich kann jetzt mit dem nicht viel anfangen, aber. Huh? Game ist hart. Ich glaube, ich brauche in diesem Deck eigentlich nur Taunts.
Aber das ist ein bisschen problematisch. Ich denke, er hat Grom auf der Hand, ehrlich gesagt. Das ist wahrscheinlich nur... Wobei Grim Patron, ein Warrior, der Grim Patron spielt, spielt der immer... Eine Rauferei? Ich bin dabei! That's not evil. Ja, okay, ist auch... Aber ich hätte auch echt einfach nichts machen können, soll man sagen. Ich hätte Macht vor Schild spielen sollen. Mal gucken, ob noch... Ich habe halt keine Taunts in dem Deck, das dann im Deck was gewinnen will. Wahrscheinlich. Also die vermisse ich jedenfalls gerade. Anduin gegen Malfurion. Ich muss die Wenn ich hier auch verliere, dann spricht das ganz deutlich für, dass mir Taunts fehlen. Weil Druiden haben die Angewohnheit, ja die Combo zu spielen. Und die Combo kann man im Endeffekt nur mit Taunt abwehren. Deswegen hat der Shami funktioniert. Taunt, Totem, ja, jetzt ergibt alles Sinn. Der Velen's Chosen stellt sich ja auch als echt nicht so geil heraus, weil ich einfach keine Holy Nova habe. Und keinen Tauntgeber. Hinspielen, wenn er nicht gerade Coin Wrath spielt, funktioniert sie. Aber es ist ein Damage, kann uns auch warten. Ich mag den Fisch. Ich mag das Board auch. Ich hätte zwar gerne mal wieder ein anderes, aber ich mag das. EVG-Board ist somit mein Lieblingsboard, einfach weil man da die ganze Zeit mal die Rakete abschießen kann und so ein Kram. Yo, Cleric. Show us some card draw. You are so amazing. Ja, Taunt ist auf jeden Fall wichtig. Der Shami hatte halt Taunt-Totems und vor allen Dingen, ich habe den ja mit Feral Spirits gespielt. Wenn du das Early überlebt hast mit dem Drachendeck, hast du halt die ganze Zeit Value Plays. Du hast den 3-Mana 3-5er, den du zusammen mit einem mit dem 5-4er, der 3 Schaden macht, in einem Zug spielen kannst. Du hast die Feuerelementare. Das ist ein Deck, das hat unfassbar viel Value. White Grow. I don't care. Ich hab nichts zu tun. Sofort. Toll. 1-7 Northshire Cleric, nur damit sie gleich vor einem Keeper of the Grove gesilenced wird. Das ist traurig. Ich erkenne einen Dr. Balance, wenn ich ihn sehe. Sofort. Oh, mein Gesicht. Kann mir einer sagen, was ich gegen den Fisch da anstellen soll? Der ist irgendwie zu groß für meine Aufgabenliste. Ich habe ja keinen Schatten. Ich brauche ein zweites Schattenwort tot. Und Antworten auf 1 Million riesige Minions. Die dazu noch früh kommen. Und was bringt ihr mir? Ihr bringt mir gerade gar nichts. Ihr sitzt auf meiner Hand und ich kann euch nicht spielen. Und Hungry Drake hat ein zu großes Risiko, weil der One-Drop, den er beschwört, ist immer der schlimmste, der kommen kann. You suck. Aha. Ich muss das Land bewachen. Die gute Nachricht ist, den kann man klauen. Die schlechte Nachricht ist, ich bin im nächsten Zug wahrscheinlich schon tot. Lightbomb. Ja. Ja. Hier bringt nichts. Kann nur den spielen.
Lasst mich eure Meinung. Oder wenigstens nur. Man muss halt einen Swipe auf der Hand haben, aber irgendwas wird er auf der Hand haben. Oh ja, hier hätte Lightbomb geholfen. Komischerweise ist das ein Priesterdeck, dem Antworten fehlen, obwohl ein Priesterdeck sonst nur aus Antworten besteht. Wir brauchen Antworten. Angry Drake ist komplett nutzlos. Ja, 4 Mana, 5, 6. Schön. Bringt dem Gegner immer das schlimmste Minion. Hat mich einmal komplett umgebracht. Mit diesem Deck kann ich das einfach nicht handeln, weil ich kriege kein Board. Das heißt, wir müssen ein bisschen was cutten aus diesem Deck. Angry Drake ist auf jeden Fall... Zisch, weg, raus. Kabale Schattenpriesterin, viel zu spät dran. Wild Pyromancer. Brauche ich halt eigentlich auch noch was an. Das ist eine meiner wenigen Early-Karten. Brauche auf jeden Fall ein zweites Schattenwort Tod und wie Monchi sagt, tatsächlich ein Schattenwort eine Lightbomb. Und vielleicht auch eine Holy Nova, weil ich habe eh so viel Spell-Damage. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall hat das Deck auch nur 1-2 abgeschnitten. Tragisch. Naja, versuchen wir es in der nächsten Folge mit dem nächsten Deck. Bis dahin, ne? Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr macht es beim nächsten Mal genauso. Ciao, ciao.